Na, Freunde, was haben wir denn hier wieder Geiles in dem Dutch Master drin? Ja, ein Gericht der Spitzenklasse, hoffe ich doch wohl mal. Aber da was mit grünen Bananenblättern drin ist, Freunde, da traue ich mich nicht dran. Deswegen habe ich meine Stunt-Doubles da. Sven, den Sternekoch zum Beispiel mit seinen Jungs oder so. Ich weiß nicht, welche Jungs er da immer meint, aber ich muss jetzt gerade mal lostigern. Das Bier ist gleich alle, da muss ich für die Jungs was Neues holen. Bis bald, Freunde. Mal schauen, was das hier wird. My stomach is growing, Harley. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Gemüse und mehr. Heute mache ich so eine schöne China-Kohl gebacken in Banane. In Bananenblättern. Wie man hier sieht. Okay. Hier, schöner China-Kohl. Oh, Sven, was machst du denn hier? Was geht denn hier ab? So. Jetzt machen wir mal was Richtiges zu essen hier. Denn Johnny hat mir etwas Sendezeit gegeben. Ja, ich mache hier ein Gourmet-Essen. Aber zuerst müssen wir Holz machen. Oder Feuer, besser gesagt. Betty, Holztechnik! Na, wo will der denn hin? Ach, der wird doch wohl den Dutch Master nicht bestapeln. Ja, zünd mal ordentlich an, ist ja nur Gemüse. Ganz genau. Oh, wie er schön brennt. So, heute gibt es einen Kalua Pork aus 2 Kilo Schweineschulter. Und ich bearbeite das Fleisch hier noch ein bisschen. Ein bisschen Fett gerade weg. Haut. So, hier. Ein paar Scheiben abschneiden, das hätte ich auch noch hingekriegt, Freunde. So, mal sehen. Jetzt kommt der Teil, da brauche ich ein Stunt-Tool. Knoblauch. Das ist Gemüse, Freunde. Aber wenn man es mit Fleisch mischt, dann kann man es essbar machen, würde ich sagen. Ein paar kleine Würfelchen zaubern, die kommen da einfach rein. Einfach grob und lecker, wie vom Bäcker machen. Genau, den Sternschnitt. So, der Knoblauch ist jetzt geschnitten und ich zeige euch mal jetzt so einen Gourmet-Trick, wie man den am besten hier in das Schwein hier reinbringt. Also man nimmt jetzt halt so einen Lappen hier, schneidet hier zwei Löcher rein, nicht ganz durch. So, und jetzt nehmen wir den Knoblauch und stopfen hier rein. So, das machen wir jetzt mit allen Stücken hier und widmen uns dann danach den Dutch Master zum Anbraten. Sternekoch Sven hat früher immer seinen Lauch gerne rausgeholt, um zu gucken, ob das Loch passt. Aber jetzt hat er es im Gefühl. Jetzt machen wir den Dutch Master startklar und dafür braucht man natürlich Sicherheitsbekleidung. Und dafür habe ich hier extra hier meine Spezialschutzbrille hier genommen. Das schützt mich jetzt vor alles. Handschuhe an. Schutz muss sein. So, das hat hier drauf. Wollen wir mal sehen, was der Prügel da drauf macht. Dutch Ofen drauf, ne? Immer, da ist ja der Dutch Master, der hält was aus, ne? So, Deckel runter. Erstmal anheizen. Das macht der Sternekoch schon richtig. Ein bisschen Öl rein hier, ne? Ja, ganz genau. So, Gewürz. Salz drauf, hier auf das Fleisch. Ne? Ja, genau, da sieht man auch schon die Knollen da drin und so. Ne? Jetzt presst man das noch ein bisschen an hier. Ne? Ja, Trick hat er von mir gelernt. So, Brett rüber.
Andere Seite natürlich auch gesalzen, ja, ganz klar. Ne? Also haben wir euch mal gespart. Ihr könnt euch denken, zwei Seiten Action pur, Freunde. Der Reihe nach anbraten, weil ihr seht, zwei Stücke sind schon sehr voll. Der Dutch, ein drittes passt noch irgendwie daneben. Selbst wenn man ein bisschen schiebt, ein kleines viertes dazu. Aber dann ist zu Ende, Freunde. Nun legt mal ein bisschen Holz nach hier. Hat er einen Nightshoe, kein Problem. So, runter damit, Baby. Also umgedreht, Baby. Ja, du bist schon zu heiß geworden auf der einen Seite. So, die Bäckchen hier umdrehen. Oh, da steckt schon was drin, würde ich sagen. Ja, da auch. Und umgedreht, Freunde. Kross und lecker, wie vom Bäcker wollen wir es haben. Es muss nicht ganz durchgebraten werden, es muss nur angeröstet werden. Wir wollen die Röstaromen der Spitzenklasse drin haben. Zur Seite damit hier. Legt den Dutch-Ofendeckel einfach auf die andere Seite und jetzt können wir den restlichen Fleisch da rein tun und weiter anbraten. Ihr seht schon, wie es funktioniert. Eigentlich ganz einfach. Fertiges raus, neues rein. Ja, die Bier, ne? So, das Fleisch haben wir jetzt angebraten und jetzt packen wir dieses Kaola Pork in den Bananenschalen hier oder Bananenblätter, damit die schön saftig werden. Juicy, ja, Blätter rein, da, egal. Ja, es ist das natürliche Backpapier, würde ich sagen. So, zack. Ihr müsst die Blätter zum Glück nicht mitessen, die sind viel zu grün. Ja, nur das Fleisch da drin. Aber den ging mir Geschmack ab, hat man mir sagen lassen. Ja, sagen täten, ne, würde ich sagen. So, rein damit. Ey, er hat schon eine Zwiebel rausgeballert. Aber es ist eine Knoblauchzehe. Ey, na toll. Ja, draufgelegt, mal sehen. Reggae Rub, Zeit zum Würzen, wenn man eine Schicht drin hat. Wird nachher eh zermanscht, ne? Deswegen reicht eine Seite drüber lunsen. So, Freunde, und jetzt gibt's noch einen ordentlichen Schuss Sojasauce drauf. Und jetzt den Kommando Pepper. Ja, Kommando. Arnold Schwarzenegger, wer kennt den Film, Freunde? Lass Dampf ab, Bennett. Wer kennt's, schreibt unter die Comments. So, das nächste Zeug da wieder rein, ballern. Gleiche Spielchen, Gewürz. Sojasauce drüber. Und dann natürlich ein paar Pfefferkörner drauf, fermentiert. Die sind eh schon weich, die Körner. Also keine Panik. Ihr beißt euch keinen Zahn drauf aus. So, jetzt wickelt uns mal alles wieder ein hier. So, ja, schön drin bleiben hier. So, zack, hier zudecken das ganze Ding. Vielleicht noch ein extra Blatt oben drauf. Dritte Hand, Dankeschön. So. Da reinkrabbeln. Los geht's. Jetzt eine ordentliche Ladung mit meinem Lieblingsglas hier. Ja, für Johnny von Helena. Ja, da ist jetzt Hühnerbrühe drin. Ja, genau. Das schütten wir jetzt hier rein. Ja, das Glas habe ich, oder das Becher habe ich mal beim Lunser-Seminar geschenkt gekriegt. Genau, von lieben Helena. So, und rein damit. Deckel drauf, Freunde. Lass Dampf ab, Baby, würde ich sagen. Runter damit. Drauf auf die Flames. So, das lassen wir jetzt 2,5 bis 3 Stunden schmoren auf kleiner Flamme. Das Holz wird dann noch etwas abbrennen hier, deshalb werden die Flamme etwas kleiner. Na, Freunde, mit den Flames macht's am meisten Bock. So, das Fleisch schmort vor sich hin. In der Zwischenzeit mache ich die Beilage. Und dafür habe ich diesen schönen Chinakohl. Erstmal was abmachen, ja. So. Das Ding klein schneiden hier. Ja, das ist quasi der Gemüsevernichter hier. Ist halt was für die Girls, muss dabei sein, ne? Ihr kennt das ja, Freunde. Ja, ich nehme da lieber ein Bier, ne? Anstatt so ein Salat hier, ne? So. Ja, dort hier Klappo da, ne? Zusatzkohle holen hier. So, da rein. Bock drauf, geht auch mit dem Kreuz, aber wer ganz hat, hier, kleiner Geheimtipp, man kann auch auf dem Klappo so bocken. Ganz genau, man muss es aber ein bisschen hochheben, wenn man Kohle nachlegen will. So, würzen, genau, ich muss mir ein Rezept hier. So, jetzt hier schön klein kochen hier, ein bisschen verteilen hier, so, ja. Da kommt Flüssigkeit raus. So, hier. Schnappe Dulli, mein Freund. Runter damit. So, Dingen raus.
Ja, ordentlicher Heber. Da rein. Geht auch aufs andere Brett. Wollen mal sehen, was er jetzt gezaubert hat, ja? Also die grünen Blätter habe ich nie rangetraut, dafür habe ich jetzt den Sternekoch engagiert, ne? Aber mal sehen. Oh, das sieht ja schon mal fein aus. Das war doch eben noch ganz, ne? Würde ich sagen, ne? Oh, da fällt schon auseinander. Oh, ja. Boah, was für ein Saftloch da unten drin ist. Eieiei. Geschmacksexplosion der Spitzenklasse, würde ich sagen. Ganz genau, Freunde. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Wir werden das jetzt gleich mal holen und dann einrichten. Mhm, oh, wie zerfällt, Freunde. Göttliches Pulled Pork aus dem Dutch. Aber im Bananenblatt. Bananomat 3000. Boah, wie sich das schön durchpullen lässt, Freunde. Oh Mann, ein Pullvorgang der Spitzenklasse, würde ich sagen, Freunde, oder? Was sagt ihr dazu? Ganz genau, und was ihr dazu braucht, ist einfach nur ein Bananenblatt. The Dutch Master. Und ein Dutch-Ofen, Freunde. Mehr brauchst einfach gar nicht zum Glück, Freunde. Ja, oh, oh ja. Jetzt zerbreche ich schon das Stückchen Fleisch. So. Alles gepult, ja? Dann geht's weiter, Freunde. So. Sieht das nicht wunderbar aus hier? Echt delicious, würde ich sagen. Und jetzt richten wir das hier ein. Hier haben wir Reis, unseren Chinakohl und etwas schön Farbe. Nehmen wir hier Reis hier. Der Reis wird natürlich schnell auf dem Klappo vorgekocht, wie immer. Leute, benutzt die Männerherdplatte, den Klappo. Ganz genau, dann sieht's auch so aus. Für die Girls, die werden's lieben. Mhm, ja, jetzt nimmt der Kollege sich da so eine Kelle. So eine Girls-Beilagenkelle. Jetzt kann man Brüste aus Reis bauen. Brust Nummer 1. Höchste Zeit, uns um Brust, Frauenbrust Nummer 2 zu kümmern. Ganz genau. Na, sieht das nicht lecker aus? Ja. Und nun kommt das Fleisch dazu für den Mann. Ganz genau, also eigentlich perfektes Bild. Ein schönes Gesicht gezaubert. Jetzt kommen hier noch so ein bisschen als Tarnung. Hier ist der etwas dunklere Salat, da der grüne. Und hier der weiße. Ganz genau. Das war übrigens der Nippel hier in Rot. Ich überstreue es noch mit Sesamsamen, um diesem köstlichen Gericht die Vollendung zu geben. Kalua Pork, ganz genau. Aus einer sehr heißen Region, nämlich Hawaii Sugar! So. Sieht das nicht lecker aus hier? Schöne Farbkombination. Das sieht alles so deliziös aus, wie es sein muss. Und das muss ich natürlich erstmal verkosten hier für euch. Ein bisschen Fleisch, Salat und Dingsums. Die Tat. Schön weich und dieses Fleisch schön zart hier. Schön fein abgestimmt mit dem Gemüse und Reis. Genau so muss es sein. Hm. Ja, ich muss sagen, ist mir sehr gut gelungen, wie immer eigentlich. So was biete ich natürlich auch immer in Sterne-Restaurant an. Aber ich frage mal Johnny, wie ist das hier? Der kann das ja auch mal probieren. Ja, hier ist er auch schon. Aber auf so einem Teller, ne? Ja, man muss das mit Reis und Salat hier, diesen Chinakohl und diese Kombination, das ist ja auf den Gaumen abgeschmeckt.
Der Gaumen. Du und dein Gaumen. Ich zeig dir, wie das geht hier. Ja. Das sieht aber nicht fein aus. Also nicht die feine Art der Sterneküche. Das ist die feinste Art der Sterneküche. Da muss aber noch etwas mehr komponieren, oder wie? Mehr Komposition. Komposition? Ja. Das ist doch die Komposition. Ja, da fehlt aber die Farbe und so. Pass auf. Da ist die Farbe. Ja, so ist das schon viel besser. So muss das sein. So? Ja. Na dann. Ballert's euch rein. Das schmeckt sternemäßig gut. So wie man das von Sven gewohnt ist. Ja, genau. Svens Sterneküche ist immer eine Wohltat für den Gaumen. Jeder sollte mal kommen und essen. Und solange hier Johnny weiter ist, beende ich mal die Sendung hier. Das war ein schöner Tag mit schöner Küche hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn das heißt, Sven ist wieder da. Ja! Und weiter erzählen. Ganz genau, Boys and Girls. Festival Johnny scheint zu schmecken. Lass den Daumen nach oben brennen, Freunde. Aber richtig brennen. Der Daumen muss richtig Feuer fangen, so wie da zu sehen ist. Stimmt's, Leute? Ja? Ganz genau. Boys and Girls, ballert's euch rein. Abonniert diesen Kanal, teilt es in die Welt hinaus. Ihr müsst es einfach teilen, 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 teilen. Ja, dieser verdammte Algorithmus, ja, ja. Und kommentieren, kommentieren, kommentieren. Aber wem sage ich das? Ihr seid die Profis, ihr macht es ja eh schon. So, wir sehen uns bald, Freunde, zur nächsten Lunser-Folge. Zünn.